wieder zurück. Das waren jetzt 3 Tage Mallorca. Das war toll und vor allem warm. Der Titel des Videos sagt ja schon alles. Es war ein Selbstversuch, ob man mit dem Smartphone im Urlaub fotografieren kann, ob es als einzige Kamera reicht. Dabei hatte ich das Google Pixel, das gerade eben auch filmt. Aber ganz ehrlich, mir ist ja zu kalt, deshalb mache ich drin weiter. Hier ist doch wärmer. Scheiß Winter, ich mag die Jahreszeit überhaupt nicht. Da tut so ein Ausflug in den Süden nach Mallorca doch mal echt gut. Aber ich wollte ja über das Telefon reden. Wie gesagt, ich hatte das Pixel 3 dabei, weil es meiner Meinung nach einfach die beste Smartphone-Kamera hat. Aber man hat natürlich Einschränkungen. Man hat eben nur diese eine Linse, man kann nicht zoomen, sondern nur eingeschränkt zoomen. Deshalb hatte ich von Moment, habe ich mir einmal einen Weitwinkel gekauft. Schraubt man hier vorne so drauf. Moment, hier ist so ein Strich. So schraubt man das drauf. Gut, nehmen wir die Kappe noch ab. Dann hat man einen Weitwinkel und ein Tele habe ich mir gekauft, dass ich eben auch ein bisschen zoomen kann. Aber es soll nicht um die Linsen gehen, ich wollte nur klarstellen, was so die Einschränkungen sind oder die Einschränkungen des Pixels. Es soll auch nicht direkt konkret ums Pixel gehen, sondern eher um die Smartphone-Fotografie, ob eben Smartphones ausreichen, um damit im Urlaub zu fotografieren. Eine weitere Einschränkung, kommen wir auch noch gleich dazu, ist der Ton bei Videos. Deshalb habe ich mir da eine andere Konstruktion gebaut. Einfach so eine Stativklemme für Smartphone mit Kabel, um es dann eben einzustecken. So, dass man dann eben filmen kann und ein bisschen Windschutz hat. Aber naja, also du siehst, es gibt schon einige Einschränkungen, die man in Kauf nehmen muss, wenn man mit dem Smartphone fotografieren will. Aber bevor wir zu den Fotos kommen, kommen wir erstmal zu den Videos, denn ich habe auch ein bisschen gefilmt. Das ganze Intro war auch alles mit dem Pixel gefilmt, ein bisschen nachbearbeitet sind die Videos vielleicht, aber also da kommt schon ordentlich was raus. Also ich finde es super, vor allem den Stabi finde ich super, der auch Schwenks ganz gut mitmacht. Hier sind wir übrigens hochgeklettert. Von daher kann ich da eigentlich auch schon mein Fazit zum Thema Videos sagen. Ich habe ja auch schon mit meinem alten Galaxy S7 viel gefilmt, also wenn du meine Videos durchguckst, da sind immer auch mal wieder Sachen dabei, die mit dem S7 gefilmt sind, das gar nicht auffällt. Also Videos, wenn du dir über die Einschränkungen im Klaren bist, die das Smartphone eben hat, dann kannst du damit super Videos machen. Ich werde mich damit in Zukunft auf jeden Fall noch viel mehr beschäftigen, möchte mich jetzt auch in Filmic Pro ein bisschen einarbeiten. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Video. Die Einschränkungen, zum einen, du kannst eben die Blende nicht steuern, du kannst die Blende nicht kleiner machen. Das heißt, du kommst ganz schnell zu recht kurzen Belichtungszeiten, was dann so ein bisschen ruckelig im Bild aussieht. Da müsstest du deinen Graufilter aufsetzen oder eben damit leben. Ich habe jetzt auch keinen Graufilter aufgesetzt, aber das ist halt ein Punkt, der wirklich doof ist. Und weil du die Blende eben nicht verändern kannst, kannst du auch die Schärfentiefe nicht großartig beeinflussen. Groß und Ganzen musst du damit leben, was das Ding gerade in dieser Situation hergibt, in der du filmst. Auch der Dynamikumfang ist so eine Sache. Natürlich kann so ein Smartphone nicht mit einer großen Kamera mithalten. Zum Beispiel hier rechts ist alles weiß und es lässt sich auch nicht mehr retten. Und hier habe ich versucht, während des Films die korrekte Belichtung zu finden. Aber du siehst ja, das hat auch nicht richtig hingehauen. Und dann halt die Sache mit dem Ton. Ein internes Mikro ist eben anfällig für Windgeräusche. Das heißt, wenn du einen guten Ton haben willst, musst du auf jeden Fall ein externes Mikro nehmen, was so ein Smartphone eben gleich wieder größer macht. Und dann können wir gleich eine größere Kamera nehmen. Trotzdem, ich habe schon gesagt, ich bin erstaunt, was da für gute Videoqualität rauskommt und möchte mich damit in Zukunft echt weiter beschäftigen, weil ich denke, das könnte doch was werden, mit dem Smartphone ein bisschen mehr zu filmen. Thema Fotos, da gilt es eigentlich genauso wie bei Videos. Du musst dir über die Einschränkungen bewusst sein, dann kannst du wirklich super Bilder mit dem Smartphone machen. Eine Einschränkung zum Beispiel, Smartphone-Fotos sind nichts für Pixelpieper. Die Bilder eignen sich nicht, um großartig hineinzuzoomen. Du musst also gleich den richtigen Bildausschnitt erwischen, denn großartig beschneiden geht halt nicht. Das Pixel 3 ist in dieser Hinsicht zwar das beste Smartphone, das ich kenne, aber du siehst das selbst. Ein Stück weit geht schon, aber du hast halt niemals den Detailreichtum wie mit einer großen Kamera, nenne ich es jetzt mal. Beim Pixel sind es halt auch nur 12 Megapixel. Was aus dem Smartphone rauskommt, reicht locker, um es auf dem Smartphone oder auf dem Tablet zu präsentieren. Von mir aus auch auf einem großen 4K-Fernseher, wenn der Betrachtungsabstand stimmt. Das heißt, man kann es auch groß ausdrucken. Also, das reicht eigentlich. Aber wie gesagt, nichts für Pixelpieper. Es heißt auch, zoomen musst du mit dem Smartphone. Den Zoom hast du in den Beinen. Oder du hast halt eine Triple-Kamera oder eine Dual-Kamera, wie jetzt das Mate mit Weitwinkel und Zoom-Funktion. Dann kann ich ein bisschen was rausholen. Oder wie ich mit meinen Moment-Linsen. Aber wie gesagt, der Bildausschnitt, das sollte gleich stimmen, weil im Nachhinein großartig ausschneiden würde ich beim Smartphone nicht. Oder ich empfehle es einfach nicht. Ein weiterer Nachteil, wie bei Videos auch, ist die fest verbaute Blende. Du kannst also die Schärfentiefe nur über den Fokusabstand steuern und das haut eben nicht immer hin. Hier zum Beispiel von vorne bis hinten scharf geht nicht, weil ich die Blende eben nicht schließen kann. Oder hier andersrum, Vordergrund leicht unscharf, Hintergrund dafür scharf. Will ich den Vordergrund auch noch unschärfer haben, geht es nicht, weil da müsst ihr den Porträtmodus nehmen und dann sieht es eben so aus. Und andersrum ist auch nicht besser, also Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf, guck mal hier rechts, da versagt die Software. Oder hier meine Brille. Mit dem Bild kommen wir direkt zu einer weiteren Einschränkung des Smartphones. Du hast kein Klappdisplay. Wenn du dich selbst fotografieren willst, nimmst du die Frontkamera und die hat in der Regel eine schlechtere Qualität als die Rückkamera. Das siehst du zum Beispiel hier an den Wolken. Außerdem ist nur der ganz normale Blickwinkel gut zu fotografieren. Wenn du von unten fotografieren willst, wo du das Display eigentlich so hochklappen könntest, dass du oben drauf gucken kannst, ist jetzt halt umständlich mit dem Smartphone. Zum Beispiel hier, da habe ich mich runtergebeugt, das Display kaum noch erkannt und schief. Ich frage mich warum die meisten Kamera-Apps keine Wasserwaage eingebaut haben. Das wäre mal was. Das Foto habe ich dann nochmal probiert und weil ich mich so verrenken musste, dass ich aufs Display gucken konnte, war eben der Finger vor der Linse. Ja, tatsächlich, das fehlende Klappdisplay eigentlich so die Sache, die mich an der Smartphone-Fotografie am meisten ankotzt, weil es wirklich die Sache total umständlich macht. Aber auch der Dynamikumfang, wie bei Videos, ist auch bei Fotos ein Problem. Bei solchen Motiven mit großen Helligkeitsunterschieden ist halt wahnsinnig schwer, dass nichts ausgebrannt ist. Hier links am Höhlenausgang ist zum Beispiel der Himmel ausgebrannt. Und dieses Beispiel ist noch viel krasser, da ist alles weiß im Himmel. Aber auch so zu belichten, dass man vom Himmel noch halbwegs was sieht und dann die Schatten im Nachhinein anheben, geht nicht. Da kommt nur noch Matsch raus. Mit solchen Lichtverhältnissen haben aber auch große Kameras ein Problem. Von daher ist es jetzt kein Wunder, dass das Smartphone dabei aussteigt. Also, das hatte ich erwartet. Also wenn du die Einschränkungen kennst vom Smartphone, lassen sich damit super Bilder machen. Ich bin auch erstaunt, was der Nachtsichtmodus leistet. Das Bild hier zum Beispiel habe ich in einem Bunker gemacht oder das hier in einer Höhle. Ich hatte zwar so einen dicken LED-Strahler dabei, um da drin ein bisschen Licht zu machen, aber trotzdem, es hat nicht die ganze Höhle ausgeleuchtet und ich bin schon begeistert, was da für Bilder rausgekommen sind. Ein ganz großer Vorteil des Pixels übrigens ist, dass es im HDR-Plus-Modus mehrere Bilder macht und die unscharfen aussortiert. Das heißt, es ist total schwer, ein Bild zu verwackeln. Und gerade in der Höhle hätte man eigentlich ein bisschen länger belichten müssen mit einer normalen Kamera. Mit einem Strahler da, hohe Luftfeuchtigkeit, eh schon K.O., weil man da hinwandern musste und was weiß ich was und dann so ein bisschen mit dem Ding gewackelt. Die Bilder sind in der Regel trotzdem scharf geworden. Das heißt, in der Regel sind eigentlich alle scharf geworden. Mit einer großen Kamera wäre das nicht so einfach gewesen. So ein Vergleich zwischen Pixel und großer Kamera wäre vielleicht ein Thema für ein weiteres Video. Ich zeige jetzt einfach nur ein paar Bilder und erzähle dir dabei mein Fazit. Das ist übrigens keine Ausnahme. Wir waren in ein paar abgelegenen Buchten und vom Vermüllungsgrad sehen die alles so aus. Wenigstens ist das Foto gut, aber das sind die allermeisten. Generell gibt es bis auf die genannten Einschränkungen wenig zu meckern. Das macht das Smartphone für mich noch nicht zur besten Urlaubskamera. Aber es ist definitiv die beste Immer-Dabei-Kamera, denn es ist null Zusatzgewicht, das Smartphone ist ja eh dabei. Und gerade bei solchen Touren, die wir gemacht haben, nur mit Handgepäck hingeflogen, dann jeden Tag mehrere Stunden gewandert, das ist perfekt. Das Ding steckt in der Hosentasche, ist schnell einsatzbereit, was will man eigentlich mehr? Ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich nur mit dem Smartphone hingeflogen bin, aber höchstwahrscheinlich nehme ich auf der nächsten Tour doch wieder eine richtige Kamera mit. Denn hauptsächlich das fehlende Klappdisplay. Es ärgert mich halt schon, also was heißt ärgern, es stört mich, genauso wie der geringe Dynamikumfang und die feste Blende. Man ist halt doch ein bisschen eingeschränkt mit dem Ding und das möchte ich nicht unbedingt sein. Man braucht es zwar nicht bei jedem Foto, aber wenn man es braucht, sind genau das die Motive, die eben die guten Fotos vom Durchschnitt unterscheiden. Deshalb gilt für mich, ein Smartphone ist eine gute Kamera, aber es ist nur eine Ergänzung zu einer richtigen Kamera. Für mich ersetzt die richtige Kamera noch nicht. Wenn du nicht so fotoaffin bist, dann reicht für dich, wahrscheinlich hättest du das Video gar nicht geguckt, oder? Naja, egal. Also wenn du nicht so fotoaffin bist, dann reicht für dich eigentlich ein Smartphone aus, würde ich sagen. Aber wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema Fotografie beschäftigst, dann ist ein Smartphone eine super Ergänzung, die in vielen Bereichen reicht, aber eben nicht immer. Bin gespannt, wie du das siehst. Kommentier unten mal und dann, wie immer, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich habe eine Playlist zum Thema Smartphone-Fotografie. Bis dann. Ciao.